Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Die alten Herren Let's Play. Herzlich willkommen. Es hat sich wieder einiges getan, wie ihr seht. Ich starte wieder frisch, niegelnagelneu. Ich wurde eben beim Einloggen von 4 Zombies erledigt. Und ich habe mir gedacht, ich kann euch das nicht nochmal zumuten, eine ganze Folge, wo ich renne auf derselben Straße. Deswegen habe ich außerhalb der Kamera, außerhalb der Aufnahme geguckt, wo ich bin. Und ich war tatsächlich oben im Norden, da ist eine neue Straße, die geht von Osten nach Westen über die ganze Karte. Und die bin ich tatsächlich entlang gerannt. Ich habe dann Zivilisation gefunden, und zwar den Nordost Airport Airfield. Und da wurde ich prompt erschossen. Und jetzt bin ich gerade frisch gespawnt hier. Wo bist du denn herausgekommen? Kannst du das schon ungefähr? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich kann es dir sogar hier sagen. Ist ein Schiffswrack. Ich bin bei Balota. Wunderbar. Ich bin auf einer Insel. Ach ja, liebe Zuschauer und liebe Abonnent, wir haben sogar einen Abonnenten, unser erster Abonnent. Hiermit grüßen wir dich ganz herzlich. Vielen Dank, lieber Abonnent, wer auch immer du bist. Solltet ihr gleich im Hintergrund immer wieder Katzen fauchen, schreien hören, bei mir schuppern sich gerade zwei Katzen. Mein Kater und der Kater meiner Freundin. Also lasst euch davon nicht stören. Ich bin wirklich auf einer Insel. Das ist nicht schlecht. Ja. Dann gibt es eine Folge, wie ich an Land schwimme. Ja, es ist schön. Bei der letzten Folge bist du schön brav die Straße entlang gelaufen und diesmal darfst du schwimmen. Open Water. Den Film noch nicht kennen. Oh, das geht immer gar nicht, so langsam schwimmt der. Sieht aber sehr lustig aus. So. Wir haben mit geschlossenem Mund Luft holt. Ja, es ist die... Oh, die Kiementechnik. Nein! Der will... Warte mal, wenn ich jetzt hier runterlaufe... Er guckt immer nach unten auf den Boden. So, ich fand gerade einen zweiten... einen weiteren Spieler. Er hat die Fäuste erhoben. Ich habe Fersen mitgegeben. Ich wollte mich jetzt nicht prügeln. Vielleicht hat er sich einfach nur erschreckt und hat gedacht, ich möchte ihm was Böses. Er hat anscheinend einen anderen Weg genommen. Somit wäre die erste Konfrontation diesmal gut verlaufen. So. Wollen wir uns wieder einem Thema widmen? Schlag eins vor. Stimmt, letztes Mal warst du dran, jetzt bin ich dran. Ja, wenn man dringend ein Thema braucht. Oh, der Hobbit war übrigens gut gestern. Ach, stimmt, du warst ja im zweiten Teil vom Hobbit. Ja. Bitte Spoiler jetzt nicht zu viel. Ich spoiler nix, ich sag nur, der war schweineteuer. 12 Euro in Warburg. Ja, Aufschlag wegen Überlänge und Aufschlag wegen 3D. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber war denn so der Film das Geld jetzt wert? Oh ja. Und ich muss ehrlich sagen, du weißt ja, ich hasse 3D-Filme, ne? Ja. Aber das war der erste Film, wo ich wirklich gesagt habe, der ist wirklich toll in 3D. Da hat es sich wirklich gelohnt, mal in 3D reinzugehen. Also ich erinnere mich noch, dass beim ersten Teil die 3D-Effekte sich jetzt in Grenzen hielten. Es war jetzt nicht übermäßig viel, aber die Effekte, die ich dort gesehen habe, die waren gut. Ich persönlich mag auch keine 3D-Filme, möchte ich sagen. Sie stören mich, wenn ich da an Star Trek Into Darkness denke. Wir haben dann bei der... Ich glaube, das war bei der großen Schlacht. Wir haben die Augen wehgetan. Mit den ganzen Phaserfeuer, ne? Und den ganzen Mini-Explosionen und Funken und was es alles gab. Die Augen haben mir wehgetan, der Kopf tat mir weh und es war für mich nicht schön anzusehen. Beim Hobbit allerdings, das war gut. Mir hat's gefallen. Also das Einzige, was mich beim Hobbit gestört hat bei 3D-Effekt, das war, es ist jetzt kein Spoiler, weil du weißt, es kommt ein Drache vor, das war das Drachenfeuer, was mitten in die Kamera gespeit wurde. Da waren halt überall diese winzigen, naja, ich sag mal, Flammenbeulen oder Flammeneffekte, die halt überall auf der ganzen Leinwand nach vorne gekommen sind und das war halt, hat mir wehgetan in den Augen. Das war nicht schön. Na gut, aber ansonsten lohnt sich der echt in 3D. Musst du gucken. Sehr schön. Ja, das werde ich definitiv wohl auch noch machen. Und habt ihr noch den ersten Teil geguckt? Ja, haben wir. Und, was hat sie gesagt? Ich glaube, der Film hat gefallen. Na, super. Ich habe Land erreicht.
Das ist sehr schön. Ich bin in einem Militärlager. Ich wusste gar nicht, dass bei Balota auch ein Militärlager ist. Weiter etwas außerhalb. Direkt über Balota ist doch der Flughafen. Weiter hinten, also Richtung Meer, ist ein Militärlager. Ja, da ist das mit diesem, mit den ganzen, First Aid Zelten, ne? Genau. Da bin ich gerade und durchsuche einiges. Aber das sind auch gern mal Spieler, pass lieber auf. Na, ich werde jetzt auch gleich hier verschwinden. Ich habe mir gerade mal, ich habe mal geguckt, was es hier gibt. Ich habe ein Holster gefunden. Ich habe natürlich noch nicht das Glück gehabt, jemals bisher in dieser Standalone-Version eine Schusswaffe zu finden. Also jetzt, das heißt zu finden, eine Schusswaffe in Gebäuden oder an Spawnpunkten zu finden. Ich habe eine von einem Spieler erbeutet, den ich schon tot fand. Allerdings war die Waffe auch funktionsuntüchtig. So. Aber wo wir So, nun gleich habe gerade, ich den. dann machen wir jetzt doch einfach mal die Zukunft des 3D-Films als mein Thema. Hat keine Zukunft. Hat keine Zukunft, sagst du. Ich bin ebenfalls der Meinung. Jetzt nicht, weil es einfach vielleicht unausgereift wirkt oder etc. Das möchte ich gar nicht behaupten. Aber ich finde es doch unangenehm. Also sagen wir so, wenn irgendwann die 3D-Technik auf die Leinwand kommt, dass man ohne 3D-Brille 3D gucken kann, dann ist es was anderes. Weil dann gibt es einfach 3D-Filme, da kann man nichts dran ändern. Aber das wird noch ein langer Weg, denke ich mal. Boah, wahrscheinlich. Was mich ja wirklich stört, ist, dass man ja eher schon selten 2D-Filme im Kino findet. Ja, das ist wirklich schade. Wenn man den sich dann auf Blu-ray kauft in 2D, dann sind einige Sachen nicht so schön. Deswegen muss ich Bin sagen, ich ich denn bin jetzt? in letzter Zeit auch sehr wenig ins Kino gegangen. Einfach nur, weil die Filme, die es gab und die mich interessiert haben, nur in 3D anschaubar waren und das hat mich einfach gestört. Beim Hobbit 2 werde ich eine Ausnahme machen. Gerade eben, wie Onkel Bob schon erzählte, die 3D-Effekte halten sich so in Grenzen, sie sind halt nicht übermäßig präsent. Und in so ein Desaster oder ein filmisches Desaster ist es jetzt nicht, aber ein Effektdesaster wie bei Star Trek Into Darkness in 3D möchte ich nicht nochmal erleben. Ich habe den Film hier als 2D zu Hause stehen und er gefällt mir viel besser als im Kino. Wirkt viel besser. Und warum denn nicht gleich so? Ich bin auf eine andere Insel geschwommen jetzt. Super, deine Taubensinne haben zugeschlagen. Jetzt kann ich schon wieder schwimmen. Es wird jetzt eine Folge voller Schwimmen. Hast du denn deine große, große Karte? Ich leider nicht auf den zweiten Monitor gemacht. Das wollte ich als nächstes fragen. Denn sonst würde ich nämlich Richtung dieser Insel mal begeben, zumindest am Ich bin mir Landweg ziemlich sicher, entlang das ist die Ecke unten laufen. rechts. Unten rechts. Gut, ich bin unten Also rechts links. von Elektro. Das heißt, das wird dann ein interessanter Weg. Können uns ja in Tscherno oder Elektro treffen. Können wir Ja. vielleicht mal auf Spielerjagd gehen? Auf Spielerjagd. Dann gibt es ein bisschen was zu tun hier. Natürlich, wir müssen ja, wir wollen ja auch so ein paar, ein Blablabla, entschuldigt bitte, ein Spektrum bieten, was das Spiel betrifft. Dazu gehört nun auch mal die Jagd auf Spieler sozusagen. Ein Stein, nehme ich einen Stein mit? Ich nehme ihn mal mit. Ich weiß noch nicht, wofür er benutzbar ist, aber ich nehme diesen Stein mit. Machen wir hieraus nochmal Bandagen. Hobbits haben auch immer Steine dabei. Genau, Hobbits sind ganz exzellente Steineschmeißer. Bilbo Beutlin behauptete selbst von sich, hatte eine ganz gute Hand, was Rostkastanien betrifft. Ich hätte gern lieber das Bandana als Aber nochmal, um Hut. zum Thema 3D-Filme zurückzukommen. Ja. Wenn die Oculus Rift rauskommt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass 3D-Filme einen Boom erleben werden. Nun, da ist natürlich auch die Frage, was wird die Oculus Rift nun kosten, wenn sie frei erhältlich ist? 300 Dollar, haben sie schon gesagt. Das wäre mir Also bei persönlich uns am. dann 300 Euro, nehme ich mal an. Das muss jetzt gestehen, das wäre mir jetzt am Anfang noch ein bisschen zu teuer. Ah, oh, das ist doch spottbillig für so ein Gerät.
Nun musst du auch bedenken, welchen Beruf ich nach. Ich habe einen so schönen sozialen Beruf, keinen Großverdienerberuf. Leute, es ist wirklich wahr, soziale Berufe werden schlechter bezahlt als manch andere. Unwichtigere. Absolut richtig. Und da muss ich schon nur gucken, was ich so machen kann. Trotzdem sind $300 für so ein Gerät echt ein Schnäppchen. Ja, natürlich. Man guckt mal das von Sony, die haben ja auch so ein VR-Display. Das kostet über 1000 Euro. Und es kann bei weitem nicht das, was die Oculus Rift kann. Ich leiste mir wieder gerade einen wunderbaren Kampf gegen einen Zombie. Ich habe ihn doch erlegt. Ich muss mich schnell verbinden. Ich möchte nicht nochmal verbluten. Das hatten wir in der letzten Folge schon. Das hatten wir auch eben Oder in schon. Folge davor. Ach, Und eben eben auch schon. auch. Ja, eben auch. Ich bin verblutet. Ich habe mich, wie gesagt, vier Zombies haben mich attackiert. Ich habe drei niederschlagen können. Der vierte hat es leider geschafft, hat mich niedergeschlagen. Und somit bin ich verblutet. Also den Spawnpunkt auf den Inseln sollten sie wegmachen. Das ist ja super langweilig hier. Der muss neu sein. Ich bin noch nie gespawnt. Ich bin auch noch nie gespawnt. Ich finde schon öde, dass man immer in die nächste Stadt laufen muss, wenn man neu spawnt, um sich zurückzuholen. Aber hier auf den Inseln. Eine Katastrophe. So, ich laufe gleich mal in Richtung einer der großen Städte. Wir müssen uns mal langsam wieder treffen. Endlich an Land. Auf geht's. So. Aber vorher wollte ich So, ich nochmal lecke mal an meiner schauen. Batterie, mal gucken, was es für eine Anzeige gibt. Tu das mal. Aha, pretty full charged, cool. Ich habe, wo ich ein Kind war, auch immer an Batterien geleckt, um zu wissen, wie viel noch drin ist. Ich nicht. Ist eine gute Methode. Wenn Mag es kribbelt sein. auf der Zunge, ist da Saft drauf. Wenn nichts passiert, dann ist sie leer. Trotzdem habe ich nicht das Bedürfnis, an Batterien zu lecken. Ja, das Bedürfnis habe ich auch nicht, aber ich meine, ich hatte damals keinen Tester für Batterien. Habe ich heute übrigens auch nicht. Manche lecken am Eis, andere an Batterien. Ist doch absolut ungefährlich. Aber liebe Leute, jetzt bitte nicht an Autobatterien oder sowas lecken, Oh. weil das tut weh. Und lässt sich wahrscheinlich die Zunge abfaulen oder sowas. Ich stelle mir, tut mir leid, ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie jemand versucht, an einer Autobatterie herumzulecken. Oh, Kami. Oh Gott, wieso bin ich denn hier? Ich laufe in die falsche Richtung. Wo bist Ich du? bin links von Balota. Dann komme ich mal in deine Richtung. Wo zur Hölle waren die Inseln hier? Ja, Moment, Kami Pobo, wo ist denn das? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Pobo, ich gucke mal gerade, bin am Ortsausgang von Balota gleich und schau mal, was dort steht, in welche Richtung das nächste Straßenschild zeigt. Und dann kann ich dir sagen, ob das in dieser Richtung liegt oder ob du woanders bist. Ich guck mal, ob ich hier. Ach ne, die Türen sind offen, hier war schon jemand. Und so viel Also zum es ist schon mal Thema. nicht irgendwo am Arsch der Welt. Also ich bin noch nicht ganz am Ortsausgang. Also ich war in dem einen Ortsausgang, ich laufe leider jetzt zum anderen Ortsausgang. Eine Pudelmütze gefunden. Nein, nicht ganz Pudelmütze. Eine schicke Mütze. Okay, war doch noch keine heiligen Hunterpants. Klingt cool, ein Straßenschild. Hier ist übrigens wieder ein Item. Koma Was man Pobo, hast eigentlich du gar nicht gesagt? braucht, nämlich ein B-Pod. Das ist ein Zweibein fürs Gewehr. Ah. Du sagtest Was habe ich gesagt? Koma Pobo? Kami Pobo oder sowas stand da. Also hier steht Koma Pobo und das ist 1 Kilometer von mir entfernt. Kann das auch sein? Ich weiß nicht. Ich laufe mal in die Richtung. Ist das eine große eine Hauptstraße? Ja, wie so eine Bundesstraße, Landstraße. Da laufe ich jetzt mal entlang und laufe dir mal entgegen. Wenn es die Richtung ist, ansonsten wird es wieder eine Also ich lange, bin lange, gerade jemand, lange. der von Haus zu Haus läuft. Ich habe ein schwarzes T-Shirt und so eine hübsche beige Pudelmütze auf.
So, ich besitze ein Stemmeisen, habe ein Waffenholster an, ein schwarzes Bandana und einen grünen Pullover mit Kapuze. In diesen Häusern hier ist eigentlich so gut wie nie was drin. Ist schon ein zweiter Häusertyp, wo ich sagen kann, da ist nichts drin, ohne reinzugehen. Ich bin ja schon mal auf den nächsten Patch gespannt. Es gab ja jetzt schon ein paar Tage lang keinen, ne? Ich denke, der wird die Woche jetzt irgendwann kommen. Wahrscheinlich Denke jetzt ich nicht auch, gerade ja. über die. Es kann auch sein, dass es vielleicht diese Woche keinen gibt, wegen den Feiertagen, Weihnachten. Ich kann auch Ach. verstehen, wenn die Entwickler auch Weihnachten mit der Familie feiern wollen. Ich kann auch nicht verstehen, wie sich manche Spieler aufregen, wenn Dean Hall mal snowboarden oder surfen geht, einfach zur Entspannung. Der Mann hat auch Urlaub, das ist klar. Die Waldgegend ist schön. An diesen Waldgürtel erinnere ich mich sogar noch Ah, ich aus glaube, der. das ist das Straßenschild nach Elektro hier. Da bin ich doch rechts unten. Doch, rechts unten, dann laufe ich mal in die Richtung. Und deswegen ist ja auch noch Zeug, weil eigentlich keiner spawnt und keiner hingeht. Ach, es wird eine lange, lange, lange Reise. Ja, so ist es halt. Mal schauen, was wir unterwegs finden. Eine andere Frage, ich meine, übelst sich ja schon fast. Hast du denn alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Habe ich. Ah, Und du auch? ich auch. Es war teilweise eine interessante Suche, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Bin echt gespannt, ob das Katzenmurren nachher auf der Aufnahme ist. Ach ja, Oh, ich apropos. habe ein First Aid Kit gefunden. Oh, das ist gut. Wo ich mich noch entschuldigen möchte, bei den letzten Aufnahmen ist meine Sprachausgabe sehr laut geworden. Mein Mikrofon hat sich verstellt und ich habe es leider erst beim Anhören der oder beim Anschauen der Videos bemerkt. Es tut mir echt leid. Dreht den Sound ein bisschen leiser, dann dürfte es nicht so schlimm werden. Ey, ich bin bewaffnet. Was hast du? Ein Baseballschläger? Viel gefährlicher, eine Schaufel. Ja, die Schaufel, die konnte nicht mal vier Zombies im Zaun halten. Na, ich werde es ausprobieren. Hier kommt gerade einer. Ah, zieht die Schaufel verdammt nochmal. Er zieht die Waffe nicht. Jetzt hat er. So, ich habe auch schon Hunger, wie ihr seht. Oder wie ich gerade auch bemerkt habe. Und immerhin habe ich jetzt zwei Dosen Trinken gefunden. Zwei Schläge und immer down. Dann habe ich nicht richtig gezielt. Wahrscheinlich habe ich nur wild in der Gegend herumgeschlagen und versucht, den Zombie zu verscheuchen. Habt ihr noch eigentlich einen Weihnachtsbaum aufgestellt? An der Arbeit oder hier zu Hause? Ruhig beides. An der Arbeit steht einer, ja. Haben die Kollegen gemacht, während ich Urlaub hatte. Und zu Hause, wir haben so einen kleinen aus Plastik. Den stellen wir noch auf. Ach, das ist gut. Den kann man alle Jahre wieder verwenden. Eben, macht keinen Abfall. Dafür können sich auch kein Eichhörnchen drin befinden. Ja, das ist auch gut so. Kennst du den Film Schöne Bescherung mit Chevy Chase? Bestimmt, ja. Der Weihnachtsfilm schlechthin. Die Ja, wo die Familie Weihnachtskomödie. kommt. Genau. Ja, dann kenne ich den. Der kommt ja nun auch wieder zu Weihnachten und da ist halt diese tolle, tolle Szene. Ich glaube, ich spoilere da nichts. Der Film kommt jedes Jahr, den hat man bestimmt schon gesehen. Eine tolle Szene, in der das Eichhörnchen aus dem Weihnachtsbaum rausspringt und totales Chaos sorgt. Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern. Ich gucke Weihnachten sehr wenig Fernsehen. Überhaupt gucke ich sehr wenig Fernsehen. Shit, schon wieder einer. Ich kann ihn Stirb, dir gerne mal stirb! ausleihen. Ich habe ihn nämlich hier auf einem tragbaren Medium. Original.
für diejenigen, die sich darüber pikieren. Der Zombie hier will nicht sterben. Aber vielleicht hatte ich doch kein Ungeschick vorhin und einfach nur ein sehr hartnäckige. Jetzt ist er weg. Inwiefern weg? Ist einfach weg. Ich heile mich lieber mal. Du hast ihn desintegriert. Mit meinem Disruptor-Schaufel. Es wird schon wieder fast Zeit für ein Bloodbag. Ach, bei dir auch. Jetzt ja, noch, Frage, noch sehe ich Farbe. Wirklich groß, ob wir uns dann doch nochmal sehen. Viel eher hätte ich mal gerne was zu trinken. Boah, ich habe 2 Dosen dabei. Aber Zuckerwasser macht ja bekanntlich nicht Sitt. Ah doch, hier in Desert schon. Also bis jetzt haben meine 2 Dosen, die ich in den letzten Folgen getrunken habe, ja den Hungerbild getilgt als den Durst. Und das macht mir dann schon Gedanken. Sollst du die Dosen auch nicht essen? Aluminium ist tot. Die Zähne wollen arbeiten. Ich war heute fast versucht, nochmal in die großen Läden zu fahren, mir den Weihnachtstrubel anzuschauen. Aber ich hab's dann doch gelassen. Ich war vorhin nach Feierabend noch im Rewe einkaufen. War echt voll. Und das nach 20 Uhr. Also als wenn es am Tag nach den Feiertagen nichts mehr in den Läden geben würde. Ja, die Leute haben mal wirklich Großeinkäufe gemacht. Ich habe nur was zu essen geholt für abends und die Leute waren richtig wild. Haben sich auch geschlagen? Nee, noch nicht. Das erinnert mich an eine tolle Situation, und zwar, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, glaube ich 12 oder 11, und meine Großmutter ist mit mir hier im Ort in das örtliche Aldi gegangen, mittwochs. Mittwochs morgens ins Aldi. Das war eigentlich ein Kampftag der Rentner. Es gab die Sonderangebote. Und meine Oma stand mit mir vor dem Aldi, hat mir die Hand genommen, wir standen noch ein bisschen weiter weg, wir standen nicht direkt am Eingang. Und da haben schon die ersten Rentner angefangen, sich gegenseitig anzupöbeln, wer nun als erstes hinein kann. Das war faszinierend. Das ist interessant. Das ist unglaublich, dass man wegen so einer Lappalie zum Tier wird, sozusagen. Ich stelle mir das immer beim Sommerschlussverkauf vor oder beim Winterschlussverkauf oder bei anderen Schlussverkäufen, wenn dann die, nehmen es mir nicht böse, aber es ist nun mal das Klischee oder der Vorurteil, wenn die Frauen dann aufeinandertreffen an den Wühltischen und sich um alles Mögliche prügeln, niederringen. Ich bin infiziert. Mit dem Einkaufsvirus? Vom Zombie-Virus oder von irgendeiner anderen Krankheit. Oh. Also bist du krank. Ja, genau, krank. Sollte ich was finden, bringe ich es dir mit. Ansonsten. Ich finde da nicht mal was zu trinken hier. Ah, überall Zombies. Ach ja. Ah, hier ist übrigens der andere Hausetyp, wo nie was drin spawnt. Das ist echt verrückt. Wo du gerade nochmal sagst, überall Zombies, die scheinen die Rate der Zombies nach oben gesetzt zu haben. Es kommt mir vor, als wenn weitaus mehr unterwegs sind als ja, letzte Woche zum Release. Was mir gerade auffällt, mein T-Shirt hat total viele Fetzen und Löcher. Was hast du damit aufgefallen, gemacht? Dass Klamotten kaputt gehen. Ja, Zombies haben mich angegriffen. Ich tausche mal meinen Crowbar gegen meine Axt. Ich habe eine Axt. Gott sei Dank. Ich finde eine Axt auch viel wirkungsvoller gegen Untote als ein stumpfer Gegenstand. Lass uns doch mal eine kleine Pause einlegen. Alles klar. Ich renne erstmal hier ins Gebüsch. Sicher ist sicher. Ich bin jetzt auch gerade in einem recht hoffentlich sicheren Raum. Voller Bücher. Alles klar.
Dann Dann sagen vielen wir. Dank fürs Zuschauen. Die alten Herren melden sich ab. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Tschüss.